Guten Tag, wo bin ich hier? Ich bin im Schlosspark Charlottenburg und ich genieße den Frühling. Ja, ich bin im Moment ziemlich abstinent gegenüber allen Nachrichten, die irgendwo kommen. Ich schaue mir so gut wie gar nichts mehr an. Ich muss runterkommen, ich muss mein Herzvorhofflimmern loswerden. Ich setze mich jetzt voll und ganz der Heilung aus. Ja. Heute ist der 8.4.2024. Es ist Sonnenfinsternis, die man irgendwo in den USA beobachten kann. Manche Leute meinen, es müsste heute irgendwie Weltuntergang sein oder der Aufstieg in eine fünfte Dimension erfolgen oder der Erlmeyer hätte Unrecht und die drei Tage Finsternis, die würden jetzt in den USA passieren und hey, das ist alles Angst und Panikmache. Das geht von allen Seiten aus. Das geht von der Mainstream-Presse aus. Das geht auch von alternativen Medien aus. Und es ist leider so, dass wir Menschen uns gerne fokussieren auf alles, was Angst macht. Aber das Wesentliche, was wir jetzt eigentlich gelernt haben sollten die letzten Jahre, ist, das ist nicht zielführend. Überhaupt nicht zielführend. Weg mit der Angst. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn zu spekulieren, dass wir morgen von einer Flutwelle überrollt werden oder dass ein Komet einschlägt oder dass die Außerirdischen übernehmen oder ja, es gibt so viel Gruseliges, an das man denken kann, das macht einen alles nur fertig. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich der Meinung bin, dass wir hier nicht mächtig was aufzuarbeiten haben, aber genau das ist es ja. Wir brauchen erstmal selbst die Ruhe, um dann genau hinzuschauen, wer uns eigentlich jahrzehntelang, jahrhundertelang, jahrtausendelang vielleicht ins Bockshorn gejagt hat. Ja? Wer ist es? Wer hat ein Interesse daran, die Menschheit vor sich herzutreiben, leichter kontrollierbar zu machen, sie von ihrem eigenen Weg abzubringen? Ja, das sind die interessanten Fragen. Aber mit Angst und Panik hat das überhaupt nichts zu tun. Das schieben wir einfach beiseite und dann Klarheit, Wahrheit und dann kommt die Gerechtigkeit. Da kümmern wir uns darum. Also, schöne Grüße aus dem Frühling. Ich hoffe, mir geht es bald wieder besser. Kann ja eigentlich gar nicht anders sein bei diesem schönen Wetter. Und dann sehen wir uns. Tschüss.